1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Unser Thema heute Nacht heißt Selbsttötung. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die sich schon einmal versucht haben, das Leben zu nehmen. Oder mit Menschen, die vielleicht sich mit diesem Gedanken beschäftigen, weil sie in einer Lebenslage sind, aus der sie meinen, nicht mehr herauszukommen. Dann auch weiter sehr gerne mit Angehörigen oder Freunden von Menschen, die sich das Leben genommen haben, und auch mit Menschen, die indirekt Opfer von Leuten geworden sind, die sich das Leben genommen haben. Also beispielsweise ein Straßenbahnschaffner, vor dessen Zug sich ein Mensch geworfen hat. Also unser Thema Selbstmord, Selbsttötung. Wir haben es in der Presse Selbstmord genannt, weil das der gängigere Begriff ist, aber mir ist die Bezeichnung Selbsttötung lieber, weil sie eine wertfreie wertfreier Begriff ist. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt zu diesem Thema, 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de, und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben. Mein erster Anruf heute Nacht ist der Philipp, und Philipp ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Philipp. Du hast dich auch zum Thema Selbsttötung bei uns gemeldet. Genau. Warum? Meine Mutter hat jetzt vor circa 3,5 Jahren Selbstmord begangen. Vor 3,5 Jahren? Genau. Wie war das damals? Erzähl mal. Meine Mutter ist, das hat vielleicht vor 5 Jahren oder so angefangen. Das war damals, als ich ausgezogen bin, hat sie noch ihren Job verloren. Und ich muss dazu sagen, meine Mutter und ich hatten eine sehr enge Bindung. Und dann hat sie angefangen, ist leicht depressiv geworden. Und also das hat man damals eigentlich noch nicht wirklich gemerkt. Also ist auch keinem aufgefallen. Und das wurde halt immer schlimmer und schlimmer, und dann, wie gesagt, also die Gründe, dass sie depressiv geworden sind, lagen, was würdest du sagen, hauptsächlich? Hauptsächlich würde ich jetzt sagen, weil sie ihren Job verloren hat, die ganze Zeit daheim war, und weil sie mit ihrem Mann, meinem Vater, nicht mehr klargekommen ist. Und das ist auch immer schlimmer wurde. Also er hat sie dann regelrecht überwacht am Schluss und war ein richtiger Pascha. Und das waren so die Hauptgründe, würde ich sagen. Ja. Hast du mit deiner Mutter zusammen gewohnt? Zu dem Zeitpunkt, also ganz normal halt, also die Familie da zusammen wohnen früher, aber ich bin 2 Jahre davor bin ich ausgezogen. Also dann hat sich ihr seelischer Zustand zunehmend verschlechtert. Genau. Ja. Und dann ist es vor 3,5 Jahren, sagst du, ist es passiert. Genau. Wie hat sie sich das Leben genommen? Sie hat ja Medikamente bekommen und die hat sie dann gesammelt, anstatt zu nehmen. Also psychiatrische Medikamente? Genau, ja. Also Antidepressiva und ich weiß nicht was noch alles. Und die hat sie dann genommen, zusammen mit einem Giftcocktail, also hat sie irgendwelches Gift genommen und Alkohol, hat das alles geschluckt und hat sich dann eine Tüte über den Kopf gezogen. Ach du Gott. Also sie hat ganz, ganz viele Sachen gleichzeitig gemacht, um sicher zu gehen, dass sie auch stirbt. Genau. Was war das für ein Giftcocktail? Wie, weißt du was da drin war? Ich weiß es auch nicht, ne? Also keine Ahnung. Und wie sie da rangekommen ist, weißt du auch nicht? Das waren halt die Medikamente, die sie halt, wie gesagt, die sie gesammelt hat. Und der Giftcocktail war, ich schätze mal, bloß Alkohol und vielleicht irgendwie Rohrreiniger oder sowas. Also was anderes ist ja auch nicht rangekommen. Wie hat man das denn hinterher feststellen können, dass da auch noch Gift drin war, was sie getrunken hat? Die Polizisten haben uns das gezeigt, was sie halt da gefunden haben auf dem Dachboden, was sie alles dabei hatte. Das heißt, die Mutter hat das alles dann geschluckt und ist dann auch quasi erstickt durch die Plastiktüte. Genau, ich vermute, dass sie ohnmächtig geworden ist und dann dadurch erstickt. Wer hat sie gefunden? Gefunden hat sie mein Vater. Bitte? Mein Vater hat sie gefunden. Dein Vater hat sie gefunden. Wie war das für dich? Du hast gesagt, dass du eine enge Beziehung zu deiner Mutter hattest. Als du das dann erfahren hast? Also im ersten Moment war es natürlich der volle Schock für mich. Und ich war auch ein paar Tage, also stand ich wirklich neben mir. Aber im Endeffekt war es für mich, so blöd es jetzt vielleicht klingt und mies vielleicht, war es eigentlich eher eine Erleichterung, wenn man die Phase davor betrachtet.
Also weil sie wirklich sehr, sehr stark seelisch gelitten hat. Genau, und das Problem war, sie hat sich nur noch mit mir unterhalten am Schluss. Also sie hat niemand anderen sich rangelassen und nur noch mich. Und das hat mich so stark runtergezogen, dass ich selber sehr arg depressiv wurde zu der Zeit. Mhm. Und da war es für mich eher eine Erleichterung. Hat sie denn mit dir darüber gesprochen oder hat sie Andeutungen gemacht, dass sie sich das Leben nehmen will? Ja, das hat sie ganz konkret geäußert und hat auch mehrmals mich gefragt, ob ich nicht mehr mit ihr zusammen das Leben nehmen möchte. Wie? Deine Mutter hat vorgeschlagen, dass du dir auch das Leben nehmen sollst? Genau. Also, ja, wie hast du denn da damals drauf reagiert? Wie ich drauf reagiert habe? Das erste Mal war ich total geschockt, weil ich weiß noch, das erste Mal kam sie an und hatte so Medikamente in Alkohol aufgelöst und meinte so, komm, lass uns die doch zusammen nehmen und dann wäre endlich alles vorbei. Und glaubst du, dass sie zu dem Zeitpunkt im Besitz ihrer vollen geistigen Zurechnungsfähigkeit war? Nein, war sie nicht. Weil das ist ja eigentlich ein Angebot, das darf man niemals sagen. Auch wenn man selbst sich entschieden hat, das Leben zu beenden, sein eigenes Leben zu beenden, darf man ja nicht jemand anderen mitreißen, mitziehen. Nee, das sehe ich auch so, ja. Aber wie hast du das denn damals empfunden, als deine Mutter das gesagt hat? Und was hast du geantwortet? Also ich war geschockt und was ich geantwortet habe, ich so, sie soll das lassen. Ich habe auch nicht wirklich was antworten können. Also ich habe bloß gesagt, sie soll das lassen und es wird schon alles wieder. Und sie hat immer bloß drauf so geantwortet, nein, das wird nicht wieder und es gibt keine andere Lösung. Und sie will aber nicht alleine sterben und solche Sachen. Gab es denn für dich einen Momente damals, dass du darüber nachgedacht hast, dir auch das Leben zu nehmen? Nicht ernsthaft, aber ich hab dann drüber nachgedacht. Für mich sage ich jetzt immer so, sie hat, als ich mir das erste Mal mit sowas ankam, hat sie die Türen spaltweit geöffnet. Und dann habe ich dummerweise auch drüber nachgedacht, ja. Mhm. Nun sind 3,5 Jahre vergangen. Wie bewertest du all die Vorgänge, die damals passiert sind, heute? Wie ich die bewerte? Sie haben mein Leben komplett verändert, also. Und leider nicht zum Positiven. Was heißt das? Mit meinem Vater und meinem Bruder verstehe ich mich überhaupt nicht mehr. Mhm. Ich selber habe zweimal jetzt ziemlich schwere Depressionen gehabt. Mhm. Du hast gerade so gesagt, eigentlich wäre es eine Erleichterung für deine Mutter gewesen, oder ist es eine Erleichterung gewesen, dass sie sich das Leben genommen hat? Dennoch bleibt da wahrscheinlich ein ganz großer und tiefer Schmerz, der vielleicht dann auch dazu führt, dass du selbst in so große seelische Probleme jetzt geraten bist. Ja, genau. Ja. Wie war das denn damals? Würdest du sagen, das meinte ich auch mit Bewertung der ganzen Vorgänge, dass sie, war sie in richtigen ärztlichen Händen? Nein, gar nicht, nein. Das heißt, da ist auch viel schiefgelaufen? Ja, sehr viel. Die Sache war die, dass wo ich gemerkt habe, dass es daheim einfach nicht mehr klappt. Also ich bin einmal heimgekommen und habe gesehen, dass er halt ein blaues Auge hatte. Und dann hat sie gemeint, ja, sie wäre gegen die Türklinke gelaufen. Das ist mein total blödes Geschwätz. Ich wusste gleich, was Sache ist. Und was war Sache? Ich wusste gleich, dass das irgendwas von meinem Vater auskam, gewesen sein muss. Ja, also ihr Vater hat sie geschlagen? Ja, er hatte wohl eine Flasche am Kopf geworfen, habe ich dann im Nachhinein erfahren. Und da war für mich der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich was tun und bin dann für 4 Wochen quasi wieder zurückgezogen. Also ich habe nicht jede Nacht dort übernachtet, aber so häufig es ging. Aber wir waren gerade bei dem Arzt. Also du glaubst auch, dass sie nicht in guten ärztlichen Händen war? Nee, war sie nicht. Nein. Machst du heute irgendjemandem einen Vorwurf, dass sie so weit gekommen ist? Ich habe meinem Vater ziemlich lange Zeit Vorwürfe gemacht, ja. Und mir auch eine Zeit lang. Ja. Jetzt eigentlich nicht mehr, nein. Ja. Wenn du sagst, dass du selbst in depressive Phasen hast, sind die noch in so einem Maße, dass du selbst damit noch zurechtkommst, oder bist du auch schon in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung? Nee, ich bin in keiner Behandlung. Wobei ich eigentlich, also nach letztem Winter gab's eine Phase, da bin ich eigentlich der Meinung, dass ich es eigentlich mal gebrauchen könnte oder auch gemerkt habe, dass einfach noch so viel unverarbeitet ist. Dass immer wieder Sachen auftauchen, die ich schon wieder ganz vergessen hatte oder verdrängt hatte. Glaube ich. Ich glaube ja auch, dass das ein irrer Schock ist, den du da damals erlebt hast. Und auch die Phase davor,
dieses schleichende, der schleichende seelische Abbau deiner Mutter und die Verzweiflung, das gräbt natürlich Spuren ungeahnten Ausmaßes in einem Menschen. Kombiniert auch noch mit solchen Sachen, dass die Mutter vorschlägt, komm, wir nehmen uns gemeinsam das Leben. Und da sind 3,5 Jahre nicht viel. Die sind zwar vergangen, aber ich glaube, dass man so schnell und vielleicht sogar ohne fremde Hilfe das gar nicht schafft. Ich würde dir gerne ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Dann könnt ihr mal gemeinsam überlegen, ob du vielleicht etwas machen möchtest. Ja, gerne. Okay, Philipp, der Nächste bitte auf. Und die Elke, meine Psychologin heute Nacht, ruft dich an. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt Selbsttötung. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die schon einen Versuch unternommen haben, die vielleicht im Moment kurz davor sind, weil sie in einer Lebenssituation sind, die für sie ausweglos erscheint, und auch sehr gerne mit Angehörigen oder Freunden von Menschen, die sich das Leben genommen haben. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Telefonnummer. So könnt ihr uns live hier erreichen, im Radio und im Fernsehen. Oder ihr meldet uns ganz einfach unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit der Dagmar. Dagmar ist 47 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Hallo, also, Dagmar. Bei mir geht es um meine Tochter. Ja. Die hat sich im Februar 2003, ja, sie hat sich das Leben genommen, so muss ich wohl sagen. Ja. Aber mein Thema ist vor allen Dingen, dass ich davon ausgehe und davon überzeugt bin, dass sie das so nicht gewollt und nicht geplant hat, also dass es ein Unfall quasi war. Mhm. Wie alt war deine Tochter? 23. 23. Was ist denn damals, erzähl doch mal, was 2003 passiert ist. Sie war alleinerziehende Mutter und hat seit einem Jahr ungefähr alleine gelebt. Mhm. Bis dahin hat sie noch zu Hause hier gelebt und hatte Anfang Januar sich ein Jahr Mutterschaftsurlaub nochmal genommen, aus beiderseitigem Interesse, sowohl ihrer als auch meiner. Der Job hat ihr nicht gefallen und keinen Spaß gemacht. Und weil ich selber noch 3 Kinder hatte und ihr Kind mitversorgt habe und auch durchblicken habe lassen, dass mir das zu viel wird und ich auch was Freiraum brauche, hat sie sich dieses Jahr Mutterschaftsurlaub genommen. Mhm. Ab Januar. Ja. Und am 10. Februar ist es passiert dann. Was ist denn genau passiert? Ja, ich muss dazu sagen, sie war allgemein sehr frustriert über ihr Leben im Allgemeinen. Mhm. Sie hatte zum Beispiel nach der Schwangerschaft ziemlich viel zugenommen. Sie hatte zwischenmenschliche Probleme und keinen Partner. Mhm. Also alles so Dinge, die einen ja auch sehr frustrieren können. Mhm. Wie alt war ihr Kind, also deine Enkelin? Er war 2, ein Junge. Mhm. Mhm. Na jedenfalls an diesem Tag rief sie vormittags an und war wirklich arg frustriert und hat sich beklagt über die Ungerechtigkeiten des Lebens und im Allgemeinen. Und wir haben eine knappe Stunde telefoniert und wir sind dann so locker verblieben. Ich habe gesagt, wenn sie soweit sei, um irgendwie rauszugehen oder was, soll sie mich anrufen und dann würden wir was machen. Mhm. Sie wohnte nicht weit entfernt von dir? Nee, es war wir also so 20 Minuten mit dem Auto. Ja. Mhm. Und das war so 11:45 und wir sind dann ich bin dann mittags noch meine Tochter abholen gegangen und habe dann versucht, sie zu erreichen und telefonisch, und das klappte nicht. Und ich dachte aber, sie geht nicht ans Telefon, weil das Kind schlafen liegt. Und bin dann hin und kam aber nicht mit meinem Schlüssel rein, weil der Schlüssel von innen steckte. Und dann habe ich einen Schlüsseldienst gerufen. Da warst du schon irgendwie alarmiert. Ich war wahnsinnig aufgeregt, aber ich habe auch in dieser Stunde vor der Tür niemals damit gerechnet, dass das passiert ist. Ja. Ich konnte mir das zwar nicht erklären, weil ich hörte das Kind auch. Ja. Er lief rum und ich hörte ihn an der Tür vorbeigehen, aber ich konnte es mir nicht erklären, aber das war für mich ausgeschlossen. Dann kam der Schlüsseldienst. Und ich bin rein und dann, ja, sie lag auf den Knien und ich habe es erst gar nicht wirklich realisiert. Sie hatte das Seil einer Kinderschaukel, das im Kinderzimmer hängt, sich um den Hals gelegt und sich auf die Knie fallen lassen. Und hat sich daran quasi erhängt? Ja, erhängt würde ich es nicht nennen. Ich würde das eher stranguliert nennen, weil sie lag ja auf den Knien. Ja. Es ist für mich ein großer Unterschied, ob ich mich frei hängend das Leben nehme, weil dann habe ich keine Chance mehr, was zu machen. Ich habe es dann noch gar nicht richtig, noch nicht verstanden. Sie hockte auf den Knien. Sie lag auf den Knien. Sie lag auf den Knien. Mit gestrecktem Oberschenkel quasi. Also ja, und dieser Strick kam von der Kinderschaukel. Ja, den hatte sie einfach lose, aber auf die Art und Weise, dass er sich eben nicht wieder löste, um den Hals gelegt.
nicht mal geknotet oder was. Also es ist. Aber sie hat es schon bewusst getan. Sie hat es bewusst getan, aber sie hat es eben meiner Überzeugung nach nicht getan, in der Absicht, sich das Leben zu nehmen, sondern es war in meiner Überzeugung eine Inszenierung ihrer Wut auf das Leben. Es war eine Drohung an das Leben. So, ich kann auch, ich möchte gerne und vielleicht wollte sie auch gerne, aber sie hätte es niemals getan, sowieso nicht, weil sie ein Kind hatte, aber schon überhaupt gar nicht in Anwesenheit des Kindes. Das heißt, das Kind, das kleine zweijährige Kind, war in der Wohnung, hat es quasi gesehen vor den Augen des Kindes, ist es geschehen. Ja, vor allen Dingen, wir hatten ja keine feste Verabredung, sie hätte davon ausgehen müssen, dass er mindestens ein paar Stunden dieser Situation ausgesetzt ist. Und das hätte sie niemals getan? Das hätte sie niemals getan und ich habe mich jetzt sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und natürlich gibt es immer wieder Suizide, wo man sagt, das hätte, glaube ich nicht, dass er das gemacht hat. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Und da stoße ich immer an den Punkt, wo mir vor allen Dingen eben Fachleute sagen oder mir zu verstehen geben, ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und meine Reaktion ist nichts als der Versuch, damit klarzukommen und es nicht wahrhaben zu wollen. Sagen die Fachleute. Ja, eigentlich sagt mir das so jeder. Das ist immer das, was ich kriege, immer mitleidige Blicke. Also weil du das versuchst so zu sehen, dass es, es war wahrscheinlich schon, also so wie du es verstehst, in erster Linie anfänglich schon vielleicht ein Versuch? Nee, das war kein Versuch. Das war eine Inszenierung. Ein Versuch ist mehr. Das war ein Ausdruck ihrer Wut auf das Leben, auf dieses für sie so ungerechte Leben, dass es so... Und dann ist es zu einem Unglück gekommen. Ja, und zwar deswegen, weil ich meine, das ist schwierig. Die Fachleute wissen das meistens auch alle. Ich hätte es nicht gewusst. Wenn ich davon höre, dass sich jemand stranguliert, würde ich davon ausgehen, dass ich ersticke. Aber es ist ja nun so, dass man erst die Blutzufuhr zum Gehirn abklemmt durch die Schlagader und erstmal bewusstlos wird. Und das kann sogar sehr schnell passieren. Das kann innerhalb von wenigen Sekunden passieren, je nachdem, wie der Strick... Dagmar, du entschuldigst, wenn ich jetzt nochmal im Detail nachfrage. Ja. Ich muss das aber tun, weil ich es immer noch nicht richtig verstanden habe. Ja, das ist auch kompliziert. Ja, weil ich das immer noch nicht richtig verstanden habe. In der Wohnung war eine Kinderschaukel. Ja. Diese Kinderschaukel hing an Seilen. Ja. Sag's nochmal, was sie mit diesem Seil, hat sie die Schaukel abgenommen oder? Nein, ja, das kann ich, ich habe das auch lange versucht zu rekonstruieren, ich habe es dann geschafft. Sie hat sie in einer Art und Weise die Seile übereinander gelegt, dass die Schaukel runterfiel und somit verhinderte, dass das Seil wieder abging, aber es war nicht geknotet. Aber sie hat sich diesen Strick um den Hals gelegt. Ja, das heißt, das war schon ein aktiver Vorgang. Ja, aber eben, ich denke, sie hat es in der Annahme getan, dass sie diesen Vorgang kontrollieren kann und jederzeit aufstehen kann. Hat sie dieses, deiner Auffassung nach, im Stehen anfänglich getan und ist dann irgendwie zusammengesackt? Ja, das muss so gewesen das muss sein, so, weil das Seil straff gezogen war. Ja, das geht gar nicht anders. Das heißt, der Anblick, den du ertragen musstest, als du da reinkamst, dass dein Kind erstickt, erdrosselt, stranguliert, auf der Erde hockte quasi. Ja. Und der Kleine lief runter. Der war mittlerweile eingeschlafen, als ich in das Zimmer kam. Ja, aber ist das für dich eine Hilfe, das so zu verstehen oder das so zu deuten? Ist, ja, genau, das ist aber das, was ich immer, sie kann sich nicht wehren. Sie steht unter dem Vorwurf, sie hat das getan. Und bei allem Verständnis, was immer für Suizidenten gebracht wird, die große Verzweiflung und all das, eine Mutter, die so etwas tut, die wird angeprangert. Ob man das will oder nicht. Also du hast gerade ein gewichtiges Argument gesagt, was deine These unterstützt, finde ich. Nämlich, dass selbst wenn sie es hätte tun wollen, hätte sie es sicherlich nicht in Anwesenheit des Kindes getan. Ja, genau. Und vor allen Dingen nicht mit dem Wissen, dass sie, die Tote, dass das Kind noch ein oder zwei Stunden mit der toten Mama alleine ist. Das ist völlig ausgeschlossen. Also, dass es eine geplante Tat war, ist völlig ausgeschlossen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass es eine Tat war in einem Zustand des Kontrollverlustes. Aber dafür braucht es meiner Meinung nach gravierende Ursachen. Entweder eine schwere psychische Krankheit oder schwere äußere Umstände. Und die waren beide nicht gegeben. Und das ist für mich einfach, es ist so, ich kann es nicht beweisen, natürlich nicht. Also für mich hört sich das auch so an, als wäre es auf jeden Fall nicht eine gezielt überlegene... Das war es hundertprozentig nicht. Ja, eine überlegte Tat, mit Sicherheit nicht. Nein. Ich meine, und ich habe versucht, vergleichbare Fälle zu finden, ich finde keine. Wie ist jetzt die Reaktion der Verwandtschaft zum Beispiel? Ja, die innere Verwandtschaft unterstützt das
das, was du sagst, dass keiner sich vorstellen kann, dass sie das mit einigen Ausnahmen, aber gibt es auch Anfeindungen so von, weiß ich, von der Nachbarschaft? Nein, nicht. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Das ist, wird wo das ist der ist gar nicht Thema. Ist der Kleine jetzt bei dir? Der ist bei mir, ja. Das heißt, er, das ist 3 Jahre her, ist jetzt 5. Ja, nicht ganz, aber falsch. Nicht ganz, ja. Was wirst du ihm irgendwann sagen, wenn er fragt, wo ist meine Mama? Genau das möchte ich ihm gerne erklären. Er fragt ja jetzt schon, was passiert ist ab und zu. Und ich sage ihm, die Mama hatte einen Unfall, weil es für mich ein Unfall war. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, ihn anzulügen. Mhm. Aber das ist natürlich einem erwachsenen Kind schwerer zu erklären, warum ich das einen Unfall nenne. Ja, aber ich finde es legitim, einem so kleinen Kind das erstmal so zu erklären. Wenn er etwas älter wird, kannst du es ihm ja genauso erklären, wie du es mir jetzt auch erklärt hast. Ja, aber das tue ich auch, aber ich versuche immer Belege zur Unterstützung meiner Theorie, meiner Überzeugung zu finden, damit, weil es so schwierig ist, es wird wahrscheinlich davon zu überzeugen. Wirkliche Belege wird es nicht geben, außer die wir gerade auch schon genannt haben. Ja, ja, genau. Aber immer entsprechen da ja schon ein paar gravierende Sachen dafür, dass sie das nicht wirklich ganz bewusst so durchgezogen hat. Ja, deswegen war es mir auch so wichtig, mit dir darüber zu sprechen, weil ich denke, dass du so viele Geschichten gehört hast. Und ich würde mich schon interessieren, ob da auch mal aber sowas in der Art dabei war. So etwas in der Art habe ich noch nicht gehört. Ja. Das habe ich noch nicht gehört. Das höre ich halt immer. Und deswegen, also das ist für mich der Hauptbeleg dafür, dass es so selten ist. Es gibt den erweiterten Suizid, wo Kinder mitgenommen werden und all das ist relativ häufig und trotzdem schon schlimm und ungewöhnlich. Also man könnte wirklich sagen, dass in dieser Aktion, nennen wir das mal Aktion, der Unglücksfall überwogen hat. Ja, genau. Also das, so könnte man es sagen. Auf jeden Fall niemals bewusst so getan hätte. Und das ist mir wichtig für sie, um ihr diese Wahrheit zugestehen, die sie sich nicht mehr beholen kann, und fürs Kind. Ja. Dass man ihm das so klar machen kann, dass es eben ein Unfall war und dass sie das so anders nie getan hätte. Ja, so würde ich es an deiner Stelle genau auch dann so machen, wenn der Kleine dann etwas größer ist. Kannst du denn diesen Standpunkt nachvollziehen auch jetzt, oder hältst du das auch für... Nein, das hätte ich jetzt, sonst hätte ich es jetzt nicht so gesagt. Ich habe das jetzt nicht nur so auch gedeutet, um dir zuzusprechen, sondern das halte ich auch durchaus für möglich, wie du es gerade gesagt hast und formuliert hast. Das ist mir wichtig, das von dir zu hören, weil du wirklich, glaube ich, da sehr kompetent bist, was solche Dinge angeht. Liebe Dagmar, dann wünsche ich dir auch für die Erziehung des Kleinen alles Liebe, alles Gute. Ich danke dir. Und von Herzen weiterhin viel Kraft. Das ist ja ein schweres Schicksal, damit umzugehen. Danke. Alles Gute. Danke. Tschüss. Hartmut ist hier. Hartmut ist 61 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Hartmut. Du hast dich auch zu unserem Thema Selbsttötung gemeldet. Ja, das hatte ich vor 4 Jahren auch schon mal gemacht. Oder fast vor 4 Jahren. Da habt ihr nicht reagiert, aber das war auch sehr früh für mich eigentlich. Mhm. Erzähl mal, was passiert ist. Tja, was ist passiert? Ich bin mit meiner Frau in einen Kurzurlaub gefahren in den Bayerischen Wald. Das war vor 4 Jahren ungefähr? Ja, am 27. Oktober war das, ist 4 Jahre her. Ja. Und wir sind öfters hingefahren, wir wollten meinen Geburtstag da feiern, eine Woche später, auch noch mit Bekannten. Und deshalb sind wir schon eine Woche vorher gefahren und haben einen schönen Tag gehabt. Das war der erste Tag. Und sind dann drüber nach Tschechien gewandert und haben ein bisschen Bierchen getrunken, wieder zurück, haben im Hotel schön gegessen, haben uns hingesetzt in unser Zimmer. Einen schönen Abend gemacht einfach. Haben uns einfach richtig gefreut. War ein schöner Tag. Und gut, da war auch diese Geschichte in Moskau, wenn du dich erinnerst, als die Geiseln da befreit wurden oder nicht befreit wurden. Ja. Und ja gut, darüber haben wir diskutiert. Und ich bin rausgegangen auf den Balkon, ich saß direkt neben der Balkontür, habe mal frische Luft geschnappt, weil ich habe geraucht, sie nicht. Und das Zimmer war natürlich klein, ist klar. Und kam ich wieder rein und wir saßen wieder, haben ein bisschen diskutiert und sie ging dann auch raus auf den Balkon, ich habe nichts Böses gedacht, überhaupt nichts. Und sie kam nach 5 Minuten nicht wieder und es war relativ kalt in Oktober, war relativ kalt. Ich denke, wo ist sie jetzt geblieben? Gehe raus auf den Balkon, ich denke,
nichts mehr zu sehen. Nachbarbalkon geguckt, auch nichts zu sehen. Und guck runter, da dachte sie da. Wie hoch war der Balkon? Das war im sechsten Stock. Im sechsten Stock? Ja. Da guckst du runter und... Ich guck runter. Und sie liegt auf der Erde? Sie liegt da unten auf dem Rasen. Ja. Und dann? Ja, ich bin sofort... ich hatte das Handy, Gott sei Dank, in der Hemdtasche. Bin sofort runter, mit dem Fahrstuhl runter. Mhm. Raus aus dem Hotel. Und also ist so ein Touristenhotel, ne? Mhm. Also es hatte noch keiner bemerkt? Nein, hatte noch keiner bemerkt. Mhm, ja. Und es gibt auch keine Rezeption und zu der Zeit da und sonst was, überhaupt nichts, das Apartment-Hotel. Also du raus? Du bist dann raus? Ich bin raus, runter, raus und so ums Hotel rum und hab sie angefasst, ein bisschen angefasst, weil mir war klar, irgendwie, wenn man da runterfällt, dann ist man nicht mehr ganz heil. Ich habe mich auch nicht bewegt, habe sofort angerufen bei der Polizei. Sie hat auch keine Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Doch, ein bisschen schon. Irgendwie war noch was drin, also mit Sicherheit, aber... Aber kein Bewusstsein, sie hatte die Augen nicht auf. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nichts. Ja. Ich hatte auch Blut an den Händen, ich habe ihren Kopf angefasst, hatte Blut an den Händen, hinterher habe ich es erst gemerkt. Und... Wie lange hat sie dann noch gelebt? Ja, das, weißt du, wenn du in der Situation bist, weißt du natürlich gar nichts mehr. Mhm. Und die Zeiten kann ich auch gar nicht angeben. Aber es war sehr lange natürlich. Wir waren bei Halbmühle und naja gut, das hat sehr lange gedauert, bis überhaupt jemand kam, ein Wagen kam. Also sie ist dann ins Krankenhaus transportiert worden? Nein. Gar nicht mehr? Nein, sie kam gleich mit dem Rettungswagen, haben sie reintransportiert, einen Rettungswagen. Ja. Haben versucht, noch wieder zu beleben. Ich habe einmal reingeguckt, einfach, obwohl ich es nicht wollte. Waren sie mit so einem Herzding da dran, weißt du, mit diesem Elektroschocker. Ja. Das heißt, sie ist dann da vor Ort verstorben? Da ist sie verstorben. Unglaublich. Unfassbar. Wie lange wart ihr zusammen? Wir waren 23 Jahre verheiratet. 23? Wir kannten uns 27 Jahre. Und sie geht auf den Balkon? Ja, du, und einfach an mir vorbei auf dem Balkon. Geht raus und ich sehe sie nicht wieder. Und ein Unfall ist hundertprozentig auszuschließen? Das Balkongeländer war so hoch eigentlich, dass man nicht runterfallen kann. Also die Polizei kam natürlich auch, hat erkennungsdienstliche Maßnahmen vorgenommen. Die wahrscheinlich auch erstmal geprüft haben, ob du sie nicht runtergeschmissen hast? Ja, sicher. Ja, klar. Ich kam mir vor wie sonst was. Mhm. So, der Tag, ich entschuldige mich, der Tag vorher war gut. Es war ein schöner Tag. Ach, die ganze Zeit vorher war schön. War schön. Das heißt, du hast wahrscheinlich Millionen Mal schon drüber nachgedacht. Du hast keine Indizien im Nachhinein festgestellt. Nein. Vielleicht auch die Wochen vorher, die Monate vorher. Was mit deiner Frau los war? Nee. Gut. Da war wohl die Menopause auch mal davor. Sie hatte ein bisschen Depressionen vorher mal. Aber das war alles vorbei. Also es gab... Die Ehe funktionierte. Funktionierte. Sehr gut. Ja, tolle Tochter, Familie, alles wunderbar. Es gab keine Probleme. Es gab keine schwere Erkrankung, die sie hatte. Ganz im Gegenteil, wir hatten noch was vor im Februar darauf. Entschuldige, ich habe dich jetzt nicht gehört. Nee, ich hatte nichts gesagt. Nee, ich habe auf Fernsehbild gesehen. Ja, darf ich nicht machen. Nee, wir hatten noch was vor. Sie wollte in der Woche, in der wir den Urlaub machen, noch mal nach München fahren. Um ein Seminar mitzumachen, weil sie sich selbstständig machen wollte mit einem Fotoladen. Das war auch schon alles klar. Es gab Pläne. Alles klar, es waren tolle Pläne da. Es gab keinen Brief, den du irgendwo versteckt gefunden hast. Nichts, gar nichts. Hartmut, bei all dem Trauma, was du erlebt hast, bei all dem Schmerz, hast du nicht oder hattest du nicht oder hast du heute nicht auch irgendwie eine dicke Portion Wut, dass sie dir das angetan hat? Ja, doch. Aber auch zu Recht, finde ich. Doch, habe ich. Also ich hatte zumindest noch 5 Sitzungen beim Psychologen, mit dem ich mich sehr gut unterhalten habe und der auch gesagt hat, wenn Sie es aushalten können, dann unterbrechen wir die Sitzung jetzt. Mhm. Und ich hatte das Glück, jemanden kennenzulernen übers Internet, die mich sehr gut angenommen hat. Mhm. Und mit der bin ich heute noch zusammen, auch verheiratet. Aber ach so, es gibt schon wieder eine neue Frau. Ja, 4 Jahre her. Ne? Also
Ach so, die, ist ja okay, wenn du das alles so für dich hinkriegst, das ist ja wunderbar. Ja, das hat gut geklappt, aber es hängt hier natürlich immer noch drin. Ne? Dennoch, also ja. Jeden Tag dränge ich dran. Ne? Jeden Tag kommt immer irgendwo so irgendeine Sache. Absoluter Schock. Ich finde das wie im schlimmsten Psychothriller, was du gerade erzählt hast. Ja. Jetzt auch im Abstand von 4 Jahren, was überwiegt? Der Zorn oder der Verlust, die Trauer um den Verlust der Frau? Du, das kannst du nicht trennen. Hm. Da ist alles zusammen. Gibt es denn auch heute noch Zorn? Ja. Ja. Doch, mit Sicherheit. Denn meine Tochter ist davon auch betroffen. Ja, genau. Jetzt fange ich mal an zu heulen. Ja, klar. Natürlich, es ist ja nicht nur, in dicken Anführungszeichen, bist du die Person, die betroffen ist, sondern auch noch die Tochter. Und für die Tochter war es ja ein ebenso unfassbarer Schock. Das verfürchtet sich für sie. Mhm. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, wenn du heute mit deiner neuen Partnerin unterwegs bist, dass man immer irgendwie verspannt ist, wenn ein Balkon da ist. Dass man, obwohl es Unsinn ist, aber dass man da irgendwie... Das Gefühl habe ich eigentlich nicht. Das hast du nicht. Ja. Das geht schon. Mhm. Mhm. Aber... Weißt du, wenn du überhaupt nicht weißt, was finde ich ganz schlimm. Ist. Ja, finde ich ganz schlimm. Finde ich ganz schlimm. In ganz normalen Situationen verlierst du einen Menschen, den du wirklich geliebt hast. Mm-hmm. Und wir halten nochmal fest, es ist hundertprozentig auszuschließen, dass es ein Unfall war, dass sie aus Versehen darüber gekippt ist. Nee, hundertprozentig nicht. Mm-hmm. Würde ich nicht sagen, aber das Balkongeländer war so hoch, dass man einfach so nicht runterfallen kann. Also auch wenn sie, nehmen wir mal an, sie hätte sich an das Balkongeländer rangelehnt und in dem Moment hätte sie einen Schwächeanfall bekommen. Nee, das geht nicht. Da kippt man nicht rüber. Das an nicht, dem Balkon ging das nicht. Ging aber das nicht. Sie war immer übermütig irgendwie und naja gut, und wenn man dann ein Bierchen getrunken hat, so, ne? Es gab auch keinen Schrei. Nein, gar nichts. Ja, das wäre ja vielleicht so der Fall gewesen, wenn es ein Unglück gewesen wäre. Nein, die Polizei hat mich ja auch gefragt danach, haben sie was gehört oder wie auch immer. Mhm. Ich habe nichts gehört. Mhm. Ich meine, eine angelehnte Balkontür, da hörst du ja normalerweise dann auch was. Ja, natürlich, definitiv. Ich habe daneben gesessen, also... Mhm. Ich habe in eine andere Richtung geguckt. Eine unglaubliche und schlimme Geschichte, finde ich. Aber ich freue mich für dich, dass du eine neue Frau gefunden hast und dass du wieder ein gutes Leben führst, obwohl man das natürlich nie vergessen wird, so etwas. Das ist mir schon völlig klar. Das ist genau die Geschichte, ne? Das ist die Geschichte. Lieber Hartmut. Okay, das wollte ich dir nur berichten. Ja. Deshalb habe ich angerufen. Das ist sehr nett und ich wünsche dir alles Gute von ganzem Herzen. Das wünsche ich dir auch, deine Sendung ist toll. Dankeschön, auf Wiederhören, tschüss. Ja, auch tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Selbsttötung. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die einen Selbsttötungsversuch hinter sich haben, die vielleicht einen Angehörigen oder einen Freund verloren haben durch Selbsttötung oder vielleicht auch mit Menschen, die indirekt Opfer eines Menschen geworden sind, der sich das Leben genommen hat. Also Stichwort Straßenbahnschaffner oder Straßenbahnfahrer oder Bahnfahrer, wo sich jemand vor die Gleise geworfen hat, vor den Zug geschmissen hat. 0800 220 5050, die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Die nächste Anruferin ist die Daniela. Daniela ist 30 Jahre alt. Hallo Daniela. Hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Warum hast du dich zu unserem heutigen Thema gemeldet? Ja, ich würde dir gerne die Geschichte von meinem jetzigen Freund erzählen, den ich im Februar diesen Jahres kennengelernt habe, der einen Suizidversuch hinter sich hat. Mhm. Also wir haben uns in der Psychiatrie kennengelernt. Ich bin dort gewesen wegen Depressionen. Mhm. Und er eben aufgrund dieses Selbstmordversuches, der in meinen Augen ja sehr, sehr dramatisch war. Mhm. Erzähl mal was. Er hat 4 Jahre lang vorher eine Beziehung gehabt. Mhm. Und diese Frau hat sich einen Tag vorher erhängt. Mhm. Und aufgrund dessen hat er sich die Schuld daran gegeben und hat sich am nächsten Tag in sein Auto gesetzt, hat Schlaftabletten genommen, Alkohol getrunken und hat Autoabgase eingeatmet. Er hatte sich vorher im Internet darüber erkundigt, was sozusagen die schnellste und einfachste Art ist, um sich das Leben zu nehmen. Ja, das hat er dann in einer Garage getan? Nein. Er hat auf einem kleinen Dorf gewohnt und hat sich also ganz bewusst einen Waldweg ausgesucht, der also ganz, ganz abschüssig war, wo ihn eigentlich niemand hätte finden können. Mhm. Also das hat er schon ganz bewusst gewählt.
Dann hat die Autoabgase dann in den Innenraum geleitet. Genau. Er hat also im Auto selber alles abgeklebt, dass da also auch keinerlei Luft rankommen konnte. Mhm. Und im Internet stand eben, dass es also maximal 6 Stunden dauert, bis jemand tot ist. Mhm. Oder dass überhaupt irgendjemand überleben kann, also 6 Stunden und dann. Also er saß in dem Auto, hatte diesen Cocktail getrunken. Genau. Und hat die Abgase, hat den Wagen angezündet und also angemacht und genau. die Abgase in den Innenraum geleitet. Genau. Mit einem Schlauch irgendwie, oder? Mit einem Schlauch, ja. Genau. Den hatte er sich an dem Tag im Baumarkt dann besorgt. Mhm. Und dann? Ja, und dann hat das ungefähr 10 Stunden gedauert und dann ist ein älterer Herr mit seinem Hund spazieren gegangen. Also er hat sich abends um 10 in das Auto gesetzt und morgens gegen 8 Uhr ist dieser Mann mit seinem Hund dort spazieren gegangen und die haben sich im Nachhinein nochmal getroffen und er hat ihm auch nochmal gesagt, dass er diesen Weg eigentlich nie gegangen ist. Ja. So, und dann am anderen Morgen um 10 Uhr, nach 10 Stunden, lief der Motor immer noch? Um 8 Uhr, genau, morgens um 8. Und der und hat das Auto das dort stehen sehen, hat die Autotür aufgerissen und hat ihn gesehen, hat den Notarzt gerufen und ja, dann war nochmal die nächste Dramatik, dass die ihn also auch nicht so schnell gefunden haben, weil das eben so abschüssig gewesen ist, dass die erstmal selber suchen mussten. Ich bin erstmal, muss ich zwischendurch mal sagen, völlig, völlig überrascht, dass er überhaupt noch gelebt hat. Ja. Nach 10 Stunden Autogase einatmen, hat er wahrscheinlich nicht richtig alles abgeklebt oder da kam doch irgendwie nur Sauerstoff rein, frische Luft. Das kann ich dir nicht beantworten im Nachhinein, aber wie gesagt, dadurch, dass er sich da im Internet diese Information geholt hat, ist es eigentlich sowas von unmöglich, dass ein Mensch das überhaupt 5 Stunden überlebt. Vielleicht hat der Schlauch nicht richtig gesessen und das Schlimmste ist irgendwie daneben gegangen. Jedenfalls, wie war sein Zustand, als der Spaziergänger ihn gefunden hatte? War er bewusstlos? Ja, er war bewusstlos und er wurde dann erstmal mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik geflogen, dort konnten sie ihm nicht helfen. Dann wurde er anschließend in eine andere Spezialklinik geflogen, die eine Druckkammer hatten, wo er also einmal am Tag hin musste, damit diese ganzen Gase überhaupt erstmal aus seinem Körper kamen. Also er lag 2 Tage im Koma. Dann haben sie ihn eben aus dem Koma zurückgeholt und dann musste er eben in diese Druckkammer. Ja. Ja. Wie lange hat es gedauert, bis er dann wieder so richtig zu sich kam und zu vollem Bewusstsein? Also nach seinen Erzählungen waren es 2 Tage. 2 Tage. Mhm. Und er hat die Krankenschwester dann gesehen. Also ihm wurde der Schlauch rausgezogen und also er hat mir dann im Nachhinein erzählt, sein erster Gedanke war dann erstmal irgendwie klar, dass er gar nicht wusste, wo er war. Und er hat erstmal geguckt, ob die Krankenschwester Flügel hat, ob es ein Engel ist. Ja, ja, klar. Was alles in einem vorgeht, wenn man fest entschlossen sich das Leben nehmen will und dann wacht man irgendwo zwischen Apparaturen in der Klinik auf und da weiß man nicht, was los ist. Hat er alles ohne Schaden überstanden? Er hatte eine ganze Zeit lang noch ein bisschen Beschwerden, weil er wohl in diesen ganzen 10 Stunden immer auf einer Seite gelegen hat. Das ist ein bisschen aufs Bein geschlagen, also das war eine ganze Zeit lang taub. Er hatte auch ziemliche Atemprobleme. Das hat sich aber alles reguliert. Gar nichts. Gar nichts. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ihr habt euch jetzt dieses Jahr im Februar kennengelernt? Ja. Wie denkt er denn heute darüber, dass er das gemacht hat? Ja, ich habe dann, bevor ich mit dir telefoniert habe, mit ihm dann nochmal drüber gesprochen. Und das ist ja auch eine Sache, die ich für mich ganz wenig nachvollziehen kann. Also für ihn ist das, ihm geht's gut, sagt er. Also er hat... Bereut er das, dass er das gemacht hat? Ja. Er bereut das aus dem Grunde, weil er das gemacht hat, weil er sich die Schuld daran gegeben hat, dass sie sich das Leben genommen hat. Er hat gedacht, er ist derjenige gewesen, er ist der Grund dafür gewesen. Also kann man sagen, dass seine Tat eine spontane Tat war? Ja. Weil er irgendwie so emotionalisiert war, das ist ja nur auch ein Schock, wenn man das alles mitmacht. Und er der Auffassung war, er sei schuld und daraufhin hat er dann das getan, was er getan hat. Genau. Und ich denke mal, das ist auch vielleicht der Grund, weswegen er da heute so ganz gut mit klarkommt. Aber für mich ist das, wie gesagt, ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil ich doch schon finde, dass das
ein sehr einschneidendes Erlebnis für ihn war und auch überhaupt diese Geschichte mit dieser Ex-Freundin. Aber nimmst du ihm denn heute wirklich hundertprozentig ab, dass das eine Kurzschlusshandlung war? Oder zweifelst du? Wir haben ganz, ganz viel darüber geredet und eigentlich nehme ich ihm das ab. Mhm. Was ich ihm eben nicht abnehme oder wo meine Angst eben darin besteht, ist, dass ihn das doch irgendwann mal wieder einholt. Was bedeutet das, einholen? Was meinst du? Ja, dass es auf irgendeine Art und Weise für ihn doch nochmal dazu kommt, dass er, ich weiß nicht, Depressionen bekommt oder ich habe das Gefühl manchmal, dass das noch so ein bisschen so in diesem Schockzustand ist, dass er das für sich alles noch gar nicht realisiert hat, was da überhaupt passiert ist. Ja, wann genau? In welchem Monat war das voriges Jahr? Das war dieses Jahr im Februar. Ach, das war dieses Jahr im Februar? Und ihr habt euch dann auch schon im Februar kennengelernt? Genau. Ach so, ich dachte, das wäre etwas länger zurückgelegen. Nein. Hat er denn, ich meine, das liegt ja eigentlich auch nahe, wenn man so etwas, du hast völlig recht, so etwas Einschneidendes erlebt hat. Einmal den Selbstmord seiner Freundin vorher, dann selbst so etwas getan zu haben. Ja. Hat er psychologische Hilfe? Nein. Er war, wie gesagt, mit mir zusammen in dieser Klinik und dort wurde er betreut. Mhm. Das waren aber, ich glaube, 4 Wochen. Mhm. Und er hat für sich entschieden, dass er diese Hilfe nicht braucht. Mhm. Also das gut, das muss man natürlich auch akzeptieren, wenn er das für sich so klar entscheidet. Ja. Ich meine, es steht ja nichts dagegen, irgendwann von seiner Seite aus nochmal zu sagen, okay, ich nehme doch nochmal Hilfe in Anspruch. Ja. Das muss ja keine dauerhafte Entscheidung sein, aber vielleicht tut es ihm ja auch gut im Moment, wenn er sich nicht nochmal und nochmal und nochmal damit beschäftigt. Manchmal ist das ja sogar ganz, ganz gesund auch für die Seele, einfach Abstand zu gewinnen, wieder sich auf ein neues Leben einzulassen. Er hat eine neue Frau, er hat eine Liebe. Ich hoffe, dass eure Beziehung gut ist. Ja. Ja, dann, das ist ja schon auch das ist ja die tollste Therapie schlechthin, wenn er jetzt in neuen, guten Verhältnissen ist. Ja. Vielleicht will er sich auch daher auch gar nicht stören lassen, indem er jetzt nochmal so sehr in die Vergangenheit geht. Also kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Habe ich ihm auch gesagt. Ist auch, denke ich, richtig so und jeder geht da auch anders mit um. Und er sollte ihn auch nie in so eine Richtung drängen und ihm sagen, du musst es jetzt tun. Also das muss er für sich selber entscheiden. Er sollte nur auf jeden Fall sehr wach sich selbst gegenüber sein, wenn irgendetwas ins Ungleichgewicht gerät, für ihn, für sein eigenes Empfinden, in ihm, dass er dann nach außen geht und sich Hilfe holt. Ja, denke ich auch. Was mich eben nur an dieser ganzen Geschichte so erschüttert oder was ich einfach denke, ist, dass ich glaube mal ganz fest daran, dass die Lebensbücher geschrieben sind und diese Dramatik erstmal, dass er überhaupt diese 10 Stunden überlebt hat, dann, dass dieser Mann ihn dort gefunden hat, der sonst nie diesen Weg gegangen ist und eben, dass er dann auch noch überhaupt wieder aufgewacht ist. Ja, er hat einen Engel. Er hat einen ganz großen Schutzengel. Einen ganz großen, ja. Der sagt, er soll leben, er soll hier sein. Ja. Ja. Du grüßt ihn ganz herzlich von mir. Das mache ich. Und ich wünsche euch beiden alles Gute und alles Liebe. Danke, Domian. Tschüss, Daniela. Tschüss. Und hier ist der Stefan. Und Stefan ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo, Stefan. Hi. Weswegen rufst du mich an zu diesem Thema? Ja, ich habe das jetzt mal ein bisschen verfolgt. Also ich bin jetzt seit 1.07 Uhr habe ich das mal verfolgt. Und ihr redet, der Tenor der Sendung ist ja eher, dass die Menschen da anrufen, dessen Angehörige sich halt selbst umgebracht haben. Ich persönlich bin beruflich damit befasst. Inwiefern? Na, ich bin bei der Polizei in Hamburg und habe auch schon örtliche Leute. Naja, das heißt, du bist oft konfrontiert mit Selbsttötungen, mit Selbsttötungen. Ganz genau, ja. Ich kann mich zum Beispiel an einen Moment erinnern, wo ich 99 auf der Kürbungbrücke gestanden habe oder vielmehr einen Einsatz bekommen habe, zur Kürbungbrücke hochzufahren und da hieß es eigentlich nur, da steht ein Wagen mit Warnblinkanlage und als wir dann da hochgefahren sind, da war halt ein Mensch mit 29 Jahren, der auf der Brückenbrüstung stand und der sich halt dann da runtergestürzt hat. Ich meine, es ist man kann das, wenn man selber jetzt hochfährt, dann hat man so viel Adrenalin im Blut, weil man ja vorher nicht weiß, was da eigentlich ist. Hast du noch versucht, mit dem zu reden? Oder habt ihr das versucht? Nein, wir sind gar nicht erst so weit gekommen, weil wir waren aus dem Auto gesprungen und da stand er eigentlich schon auf der Brüstung und
rübergesprungen über die Leitplanke und ja, 4 Meter vor mir ist er dann halt gesprungen, oder vor uns, also vor meinen Kollegen und mir ist er dann halt gesprungen. Mhm. Und wir haben eine Dreiviertelstunde später haben meine Kollegen ihn mit dem Einsatzboot aus dem Wasser gezogen. Ja. Also wir haben im Prinzip keine richtige Chance gehabt, mit ihm zu reden. Aber ja, es gibt auch andere Situationen, wo ein Kollegen von mir ziemlich lange mit ihm geredet haben und ihn irgendwann gepackt haben und so. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht in diesem Thema. Es geht ja eigentlich auch darum, dass es Menschen gibt, die beruflich halt sehr viel damit zu tun haben und die immer wieder sagen, es gibt so viele andere Möglichkeiten, miteinander zu reden. Also es gibt so viele Hilfseinrichtungen, wo man Leute anbieten kann, dass sie darüber reden können und so. Letztlich ist es aber für uns, wenn man jetzt solche Einsätze bekommt, natürlich auch nicht so einfach. Das glaube ich. Ich fahre nachher wieder an die Wache zurück, trinke Kaffee und irgendwann hast du denn so 2-3 Stunden später, kriegst du dann so einen Knacksfunk, wo du denkst, ey Mann, er ist genauso alt wie ich. Ja. Und der springt von der Brücke runter. Warum eigentlich? Wie oft kommt das in so einer Großstadt wie Hamburg ungefähr vor? Du kannst sagen, zu jeder Regelmäßigkeit zu den Feiertagen. Zum Feiertag. Zu Weihnachten. Mhm. Du kannst sagen, zu Ostern, zu allen möglichen Feiertagen kommt das vor. Also da wahrscheinlich geballt dann, ne? Ja, nee, nicht. Das ist gar nicht mal so, dass man jetzt da irgendwie so ein Schema reinmachen kann. Ja. Sondern es ist mehr oder weniger so, ja, das liegt an den Leuten oder das liegt so an der Zeit oder so. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann dir das nicht sagen, aber es ist jedenfalls so, dass es auch nicht einfach ist für die Kollegen. Das wollte ich eigentlich nochmal sagen. Das glaube ich. Ich gehe davon aus, du bist 38 Jahre alt, dass du schon eine ganze Menge Dienstjahre hinter dir hast. Naja, gut, ich bin jetzt 8 Jahre bei der Polizei. Ich habe vorher eine Menge andere Dinge gemacht. Okay, in diesen 8 Jahren, was war der schlimmste Selbsttötungsversuch oder die schlimmste Selbsttötung, die du erlebt hast? Ja, eben das, was ich ihm erzählt hatte, dieser 29-Jährige. Ja. Ich meine, das war noch eine Phase, da war ich in der Ausbildung. Mhm. Das war halt immer ein Praktikum und das war nicht einfach für mich. Aber meine Kollegen oder mein Dienstherr oder vielmehr mein Wachhabender, den ich zu der Zeit gehabt habe, der hat dann auch gleich geschaltet und hat gleich einen Polizeipsychologen rangezogen. Mhm. Obwohl ich in dem Moment das eigentlich gar nicht gebraucht habe, habe ich gedacht. Mhm. So, mit dem habe ich mich ganz normal über das Segeln unterhalten oder über banale Themen haben wir uns unterhalten. Aber die Verarbeitung selbst oder letztlich die Verarbeitung für dieses Geschehnisses, das passiert zu Hause. Ich glaube ja auch beispielsweise, dass es ungeheuer schwer ist für einen Zugführer zum Beispiel, vor dessen Zug sich jemand geworfen hat, dieses zu verarbeiten, obwohl er selbst natürlich überhaupt keine Schuld daran trägt. Werdet ihr zu solchen Vorkommnissen dann auch gerufen? Ja, ne? Wenn das passiert ist. Ja, also es ist ja so im Hafen, dass, also ich persönlich arbeite im Hafen. Ach so. Und da passieren etliche Dinge, auch Arbeitsunfälle. Und meistens ist es so, dass da unheimlich viele Tonnen bewegt werden und Tonnage bewegt wird. Und wenn du da unterkommst und so, da hast du keine Chance als Mensch. Das heißt, du hast schon sehr viele schlimme und schreckliche Dinge auch gesehen. Ja, ja. Und das ist nicht einfach, sag ich mal jetzt so. Also du siehst Sachen, weißt du, da wird einer überrollt von Van-Carrier, von 40 Tonnen wird er überrollt. Der konnte im Prinzip gar nichts dafür, weil er ist nur einen Schritt beiseite getreten. Und ich würde dich gerne noch was fragen zu den Menschen, die sich selbst das Leben nehmen, mit denen du öfter schon konfrontiert worden bist aufgrund deines Berufes. Glaubst du schon, dass es Lebensläufe und Biografien gibt, die so ausweglos sind, dass das die einzige Möglichkeit noch für einen Menschen ist? Oder glaubst du, dass man eigentlich immer irgendwo Hilfe noch findet, wenn man das nur möchte? Nein, ich glaube, dass das Hauptproblem das Hauptproblem ist, die Menschen, die sowas machen. Es gibt 2 Kategorien von diesen Menschen. Mhm. Die erste Kategorie sind Menschen, die das gnadenlos durchziehen. Mhm. Die springen dann oder die bringen sich um, egal auf welche Art und Weise. Mhm. Und dann gibt es die andere Kategorie, die tun es, die wollen es tun, die machen es aber nicht in letzter Konsequenz. Ja. Die warten eigentlich darauf, dass sie im letzten Moment die Hilfe bekommen. Ja. Und dass man sie quasi von der Brücke jetzt reißt oder von ihrem Vorhaben entfernt. Als Hilfeschrei quasi. Als Hilfeschrei, genau. Solche Leute machen,
diese Kategorien gibt das. Aber den Leuten, die, also die erste Kategorie, sage ich jetzt mal, die gnadenlos das tun, den kannst du auch nicht mehr helfen. Die sind dann wirklich so weit, da hat vorher der gesellschaftliche Teil hat da versagt. Also ich sag mal jetzt so Freunde, Bekannte, Mutter, Vater und so Bruder und so weiter, die haben diese ganzen Zeichen vorher schon nicht erkannt. Könntest du dir vorstellen, dass du persönlich, du, der Stefan, auch irgendwann mal in eine solche Situation kommst, dass du sagst, es geht nichts mehr, ich nehme mir das Leben? Nee, das geht nicht. Nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Überhaupt nicht. Und es gab nie in deiner Vergangenheit so eine... Nee, das habe ich überhaupt nicht. Nein. Aber ich meine, ich mache mir schon Gedanken über solche Menschen, über meine Mitmenschen. Nein, das Problem war damals zu der Zeit, weil ich war ja fast so alt wie der Typ, der da eben gesprungen ist. Klar, identifiziert man sich damit. Und genau, und wenn dann die Verwandten kommen und das Auto abholen, du siehst sie dann nochmal, die sind so unbekümmert und ja, da denkst du dir dann auch deinen Teil. Dann sagst du dir auch so, warum hat er das gemacht? Das hast du nie erfahren, warum er das gemacht hat? Bitte? Das hast du nie erfahren, warum er das gemacht hat? Ja, er hätte einen Abschiedsbrief da, aber so genau kommst du da nicht rein. Also du kommst ja in die Familiengeschichte auch nicht rein. Ja. Du weißt ja nicht, was innerhalb der Familie abgegangen ist oder... Vielleicht war es auch seine Freundin, die Schluss gemacht hat oder was weiß ich auch immer. Mhm. Aber es gibt eben keinen Grund dafür, sich selber umzubringen, weil es ich sag mal so, für eine, das hört sich jetzt blöd an, aber für eine Frau brauche ich mich nicht umbringen. Da kann man reden, da kann man, wenn man das gesellschaftliche Umfeld hat. Ja, aber das Traurige ist halt, dass es immer wieder Menschen gibt, die, wie du es auch gerade gesagt hast, schon, die eben nicht das Umfeld haben, ne? Wo keine Familie ist, da ist, keine Freunde da sind, wo irgendwie so eine ganz bittere Einsamkeit plötzlich aufkommt und sowas passiert. Das stimmt, aber eins möchte ich ganz gerne nochmal sagen. Mhm. Ich möchte ganz doll mal eine Lanze brechen für die Leute, die tagtäglich mit solchen Leuten arbeiten müssen. Mhm. Es ist nicht schön für die, es gehört leider zum Leben dazu. Mhm. Das muss ich sagen. Es gehört leider zum Leben dazu. Ja. Aber man muss immer im Berufsleben muss man ja damit immer rechnen, dass man sowas hat. Ja, umso interessanter fand ich jetzt, dass du angerufen hast und aus der Sicht eines Polizisten dich auch zu diesem Thema geäußert hast. Dafür danke ich dir vielmals, Stefan, und wünsche dir alles Gute. Und schöne Grüße hoch nach Hamburg. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ursula ist hier. Ursula ist 58 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Ursula. Ja, Selbsttötung heißt das Thema. Ja, Domian, mein Mann hat sich 1993 erschossen. Erschossen? Ja. Warum? Ich weiß es bis heute nicht, Domian. Ich weiß es bis heute nicht. Tat, wo du als nächster Mensch völlig vor einem Rätsel stehst? Ja, gut, er war in letzter Zeit ein bisschen psychisch angeschlagen, aber ich weiß bis heute noch nicht, wieso, warum und... Wie kam er an die Waffe? Von meinem Schwager. Und wo hat er sich erschossen? Zu Hause, vor der Garage, vor meinen Augen. Vor deinen Augen? Ja. Was war das für eine Waffe? Eine Jagdwaffe? Ja. Der Arzt gesagt, ein Florbärchen oder wie man das sagt. Und er hat sich ins Gesicht geschossen? Ja, in die Stirn. Vor deinen Augen? Ja, ich bin oben in der Küche gestanden. Und mein Mann ist mit der Waffe reingelaufen und sich dann in die Stirn geschossen. Das ist ein Anblick, Domian. Ich habe das bis auf den heutigen Tag nicht verkraftet. Das glaube ich. Also du warst im Haus und hast oben aus dem Fenster geguckt? Ja. Und er stand unten vorm Haus? Nicht aus dem Fenster. Ich war nur am Kaffee machen und konnte dann durch die Fensterscheibe runterschauen in den Hof. Warum hat er das da gemacht? Ich weiß es nicht, Domian. Ich weiß nicht, wie lange habe ich nach einem Abschiedsbrief gesucht. Nichts gefunden. Er hat noch 4 Stunden gelebt. Ist die Kugel durch seinen Kopf durchgeschlagen?
Nein, die Kugel ist auch nicht mehr, die ist auch nicht mehr rausoperiert worden. Also sie ist im Kopf stecken geblieben, die Kugel. Ja, es hat also die ganze, also die, es hat zum Teil das ganze Gehirn zertrümmert. Er ist noch mit dem Rettungshubschrauber fortgekommen und ist dann, es ist morgens so kurz nach neun passiert und mittags 13.50 Uhr ist er dann in der Klinik verstorben. Hm. Warst du dabei? Nein. Der Arzt hat mir, also mein Hausarzt hat mir, gleich gesagt, er überlebt nicht. Hm. Das war 1993. Ja, du mein, und dann war ich immer krank. Ich bin dann auch also Frührentnerin geworden. Ich habe es auf den heutigen Tag nicht verkraftet. Ich höre das, wie du das erzählst. Ich höre, dass du es nicht verkraftet hast. Ja. Wie war denn eure Ehe vorher? Gut, Domian. Gut. Wir waren 25 Jahre verheiratet. Mhm. Wir haben im Oktober silberne Hochzeit gefeiert. Ja. Kinder? Ein Sohn. Ein Sohn. Ja. Der war damals wie alt? Wie alt war der? Weil der ist 67 geboren, ich bin jetzt so aufgeregt. Naja, dann können wir uns das ja grob denken. War der auch im Haus? Nein, Domian. Kein Abschiedsbrief gefunden? Nichts, gar nichts. Domian, ich habe eineinhalb, dreiviertel Jahr gesucht. Dann hat der Arzt zu mir gesagt, ich soll nicht mehr suchen, ich hätte schon längst den Brief gefunden. Ja. Ist denn sonst irgendetwas vielleicht rausgekommen, dass er beispielsweise in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt hat? Es war ein kleiner Betrag, aber das war nicht um sich irgendwie, das war kein Grund, sich umzubringen. Auch keine Erkrankung, eine heimliche Erkrankung? Gut, er hatte zwei schwere Darmoperationen gehabt. Könnte es daher rühren? Das vielleicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht genau. Ich möchte nochmal zu der Waffe. Wieso hatte der Schwager so eine Waffe? Er sagte zu ihm, wir hätten eine Ratte im Keller und die will er erschießen. Hat ein Mann gesagt? Ja, aus diesem Grund hat er es ihm dann auch gegeben. Mhm. Und der Schwager, warum besaß der eine solche Waffe? Das war ein normales Jagdgewehr. Und der war mit dieser Thematik vertraut und ging auf die Jagd. Mhm. Ich habe ja gerade den Anrufer auch schon gefragt, dessen Frau aus dem Fenster, aus dem Balkon gestürzt ist. Ja. Ist es bei dir auch so, dass du neben dem Schock der Trauer auch Wut auf deinen Mann damals hattest und immer noch hast? Dass er dir das angetan hat und dann ja, so? Ja, oft, Domian, weil ich denke, hast du mich allein gelassen? Mhm. Er hat dich alleine gelassen? Er hat dir diesen Anblick angetan? Ja. Und er hat überhaupt gar keine Erklärung hinterlassen für dich? Nichts, gar nichts, Domian. Das heißt, er hat sich das Leben genommen und hat dein Leben eigentlich auch zerstört. Er ist noch eine halbe Stunde vorher vor meinem Bett gesessen. Es war so um 8:30. Er hat noch gesagt, Frau, steh auf, du musst zum Arzt. Ich hatte Gürtelrose gehabt. Da hat er gesagt, du musst zum Arzt. Und dann habe ich gesagt, ja. Ich bin dann aufgestanden und habe mir Kaffee gemacht und blicke dann aus dem Küchenfenster und sehe, wie er reinläuft und sich... Er hat vorher erst noch, er hat erst noch auf den Boden geschossen und ich dachte... Ach so, zuerst woanders hin und dann in den Kopf. Ich habe gesehen, wie er auf den Boden geschossen hat und dann wie er die Waffe an sich gerichtet hat und wie er dann umgefallen ist. Unfassbar. Domian, ich war fix und fertig. Warst du denn in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung? Ja. Ich war dann lang in einer psychologischen Klinik lang. Aber dennoch ist es heute noch sehr klar, dir alles vor Augen und du wirst nicht fertig damit. Ja, Domian, das ist fürchterlich. Liebe Ursula,
Du hörst gerade die Musik im Hintergrund, das heißt ja, meine Sendung geht vorüber. Ja, Domian. Aber ich möchte doch den Versuch nicht unterlassen, dass wir dir vielleicht doch irgendwie helfen können. Ja. Das heißt, ich bitte dich, jetzt aufzulegen und meine Psychologin, die Elke, ruft dich gleich an. Ja. Und dann überlegen wir mal gemeinsam, okay? Ja, Domian. Von Herzen alles Gute. Danke. Tschüss. In der Technik war Annette Bastian. Wir sind morgen wieder da.